Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Tech World 2 mit dem Sandro. Hallo. Hui. Und wir sind gespannt, was passiert ist. Guck mal rein. Hui. Okay, wir haben eine Cultivated Drone, eine Valiant Drone und eine Excited Princess. Jawohl. Was auch immer die macht, werden wir ja gleich sehen. Genau da drauf haben wir eigentlich hinaus spekuliert. Okay, dann gucke ich mir die jetzt mal im Realizer an. Excited anschauen. So, sie ist excited. Inactive ist es eine Noble. Okay. Ja, es bestimmte Bienen, so wie die Valiant und die Cultivate, die haben jetzt eine Abzweigung. Wenn du die zwei zusammentust, haben sie eine Abzweigung von drei verschiedenen Bienen, was da draus kommen können. Und genau die Biene, okay, was wir haben wollten, ist rausgekommen. Das ist sowas von ein Glück jetzt. Ein inaktiv ist der Effekt Lightning. Aktiv hat sie keinen Effekt. Das ist schade. Nimm mal die Drohne her. Oh, ja. Und jetzt? Was haben die denn Schönes? Drohne, einmal ausfinden. Sie haben gar keinen Effekt. Was, dann machen wir das jetzt mal anders. Da gehen wir jetzt mal zu unserem schönen Cheat-Modul. Da kann ich das wechseln mal schön erklären. Also, okay. Warte mal, hierhin habe ich was vorbereitet. Und zwar nimmst du mal hier die Valiant Princess mit. Und holst dir aus dem Index dann noch eine Cultivated Drone. Jo. Cultivated. Boah, wo sind sie denn? Die waren doch immer oben. Ne. Sind so bläuliche. Ja, ja. Habe ich davon überhaupt noch was? Die sind unter die Rocky Beans, glaube ich sogar. Ja, das sind von. Nee. Alter, hab ich mich verarscht. Da habe ich Cultivated Drone. Hast du noch? Haben wir noch welche? Gut. Von haben wir aber auch nicht mehr viele, oder? Da sind noch 64, dann nochmal 31, dann eine und nochmal 26. Ja, sehr viel. Identifizier die mal. Und nehmen wir sie drauf. Ja. Cultivated Drone. Zack, die hat Shortest Lifespan, Speed Fast, Pollen Slow. Flowers, zweimal irgendwas, Area, Gedöns und Effekt None. Ja, Area ist einfach nur in was für ein Radius, weil Minecraft besteht ja aus Blöcken, ja, in was für ein Radius die abbauen. Okay, gut. So, hier hüben haben wir diesen Mutant, Bruceser. Das ist einfach nur eine ziemlich harte Angelegenheit. Also wenn man da jetzt keinen so einen Anzug anhat, wie wir haben, ist es schon extrem. Moment, warte mal, ich glaube... Glaube. Ach, er hat noch ein bisschen was. Ja, ich muss jetzt gerade nochmal gucken. Wie viel waren 7x9? Ja, reicht. Nimm den mal. Ja, ich, ja genau. Das darfst du jetzt machen. Du musst jetzt einfach in den Inventar, du musst nochmal das Uranium rausmachen und du musst das sofort in diesen. Ja, weil jetzt kriege ich nämlich Schaden. Au. Da, ich bin nämlich jetzt. Radioaktiv. Oh, da sieht man schon, wie mein Leben einfach nur runtergeht. Ja, das zieht dich fast bis runter. Wenn du keinen Anzug anhast und nicht volles Essen hast, dann bist du tot damit. Siehst du ja, mitten Anzug. So, wie man sieht, wenn du jetzt mal hier links guckst. Gott sei Dank haben wir mittlerweile genug Energie. Alleine nur diese Station hat früher unsere ganze Anlage außer Betrieb gesetzt. Wenn ich da ein bisschen was reingetan habe, war alles leer, wirklich alles, sogar die Notration. Ne, wir können jetzt mal rüben gucken. Ich bin mir sicher, dass der jetzt uns wieder vollkommen leer zuzelt. Das Ding braucht so viel scheiß Energie. Gucken wir mal, wie zuzelt er schon? Ne, noch sind unsere Dinger voll. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir den Stack durchlaufen lassen, dass da gut wieder was an Energie weg, vor allem weil jetzt gerade nur ein Generator an ist. Ja. Also, wie gesagt, kann man echt nur machen, wenn man einen richtig großen Generator hat oder halt zwei, drei, je nachdem. Ansonsten bringt die Station hier echt nichts. Wir haben es ausprobiert. Und das ist der Wahnsinn. Es ist nicht möglich. Es ist echt möglich. Wir haben am Anfang nicht mal so wirklich das bemerkt. Hatten noch unsere kleine Produktion, hatten wir schon, glaube ich. Und wir wundern uns, dass nichts mehr geht, bis er dann mal gesagt hat, dass er gerade Uranium verarbeitet hat. Und das ist so hart. Guck mal nach links, siehst du, dass jetzt die Energie extremst runtergeht und danach fängt auch an, die Reaktoren leer zu saugen. Siehst du das? Ja, hier unten geht's auch schon, hier beziehungsweise jetzt, dann saugt er das noch leer.
Beziehungsweise das lädt sich ja immer gleich wieder auf mit dem von hinten und so geht das durchweg und zack, zieht er uns alles leer. Das ist der Wahnsinn. Also hiermit kann ich trotzdem noch die ganze Station leer saugen. Ich denke mal, ein Reaktor werde ich damit auch leer zuzeln können. Ja. Hundertprozentig, wenn ich die durchgehend weglaufen lasse. Ja, auf jeden Fall. So, das ist halt jetzt einfach nur, wie man oben drüber sieht, einfach nur die Mutantenmasse, was wir da draus bringen. Die Mutantenmasse, das ist genau sowas wie die Soul Frames, nur halt wesentlich einfacher. Wenn der Mikey ist jetzt schon hier am Mutator dran, tu jetzt nochmal die Queen oben rein und die Drone unten rein. Das war jetzt Excited oder du meinst die Valiant Princess und die Die Valiant. Cultivate Drone, gell? Ja. Ach, von den Cultivate Drone hatte ich sogar noch zwei im Inventar, weil ich die vorhin da rausgenommen habe aus dem Ding. So, dann tue ich die Valiant Princess. Siehst du das eigentlich, wenn ich die Ja, reinlege? ja. Gut, dann tue ich jetzt noch eine Cultivated Drone. Das sieht Ah, man und da kann ich es unten unten auswählen, ja. excited. Jetzt drücken wir drauf. Wir haben Jawohl. oben halt noch solche Genetik-Dinger. Die Genetik-Dinger für brauchst du halt, glaube ich, eins oder ein halbes pro Biene. Aber wie gesagt, das frisst halt auch unheimlich viel Energie. Und jetzt gucken wir mal, was die Biene für einen Effekt bringt. Ob die einen Effekt bringt. Jawohl, die hat den Effekt, den wir wollen. Wie gesagt, das ist halt der Bienenzüchtung jetzt leicht gemacht. Ist nicht üblich, aber zu manchen Bienen, wenn die wirklich sehr selten sind, wie zum Beispiel diese Advanced-Biene, was wir suchen, oder Diamantbienen, was wir jetzt sonst wie weit züchten müssten, tut sich das einmal frei anbieten. Also ich würde es machen, immer wieder machen, aber wirklich auch wenn erst die Energie reicht, weil wie gesagt, das Ding ist jetzt hier schon, der Motor ist jetzt schon fast viertels leer. Wie gesagt, da hängt am einen Reaktor dran. Das ist einfach krass. Sag ich so, wie es ist. Das Ding, das frisst Energie wie nichts anderes, weißt du? Das ist hart. Das ist richtig hart. Hier, in der Stack ist, da ist ein Dings drin und der ist da einfach nur am Saugen und kriegt nebenbei noch eigentlich volle Esse. Wie viel kriegt er zurzeit? 2000 oder so? Das ist noch die Kriegt das kleine Max, Zelle. ja, Der da kriegt kriegt volle das. Pulle 2000 und geht trotzdem noch runter statt hoch. Das ist, ich glaube, 2000 sind eh plus 200 Megajoule. Oder Aber Minecraft trotzdem Joule. erlehne mal nur die Überlegung, dass es jetzt Es runter ist. geht, wie die Esse, ist nicht mehr normal. Also theoretisch müsste man hier noch in der Ender, also so eine Enderium-Energiezelle machen, so wie drüben auf 10.000 Stellen. Vielleicht schafft man es dann, das Ding voll zu behalten, aber das saugt uns einfach nur leer. Das ist der Ja, Wahnsinn. da darfst du aber wirklich auch nichts anderes mehr machen, wenn du da noch nebenbei züchtest und Liquid DNA noch machst, wie ich. Am Anfang zum Beispiel, weil Mike hat ja gesagt, ach, das wird schon reichen. Naja, was macht er da, Sandro? Er tut alle erst einmal schön bei Bienen in Liquid DNA umproduzieren und tut Mutantenmasse machen. Und natürlich, was war? Das ganze Licht war aus. Alles dunkel. Es war alles aus. Die Server sind abgeschmiert. Wir konnten keine Items mehr produzieren, können gar nichts mehr machen. Es war wirklich alles dunkel. Alles, ja. Ja, und für unsere Spezialbienen haben wir ja auch ein Spezialfleckchen, wo wir die hinbringen, weil hier ist das Die gefährlich, ma finden wir. ja, die machen wir, die machen wir aber erst mal noch. Die machen Okay. wir mal. Wir gehen jetzt erst einmal. Ich habe ja in den anderen paar Folgen angesprochen, dass es auch Bienen mit einem bösen Effekt gibt. Und den Effekt, den darf uns Mike jetzt nochmal schön in der Hölle Ja, ich wieder zeigen. klar. Ja. Habe ich mir ja auch extra was gebaut. Habe ich gesagt, das hat mir Mike gebaut, fand ich ziemlich in Ordnung vorne. Ist in Und. Ordnung, ja, ist nichts Gutes in Ordnung. Ja, Es hier. ist also einmal frei. Immer noch dasselbe Tor. Hier haben wir was gebaut, dass ja uns die Bienen nicht abhauen. Geht schön hoch. Ja, So. jetzt zur Zeit können wir noch rein, weil wir haben ja vorhin gezeigt gehabt, dass wir mal solche Anzüge geplant aus diesen Silky-Coms und sowas. Genau, und da habe ich auch, den haben wir auch eingebaut, sieht man hier jetzt in der Power Armor ganz unten, Aperius Armor haben wir auf jedem Teil drauf und somit sind wir geschützt. Jetzt pass mal auf, was passiert, wenn ich jetzt. Achso. Einen Augenblick, du hast schon mal so eine Queen da hier rausnehmen, weil eine Queen ist sowieso schon verschwunden, weil sie Zwei da was. Queens sind schon weg. Drei Queens. Drei Ey, Queens sind schon weg. das ist scheiße, ihr müsst trotzdem einen Jungle-Loader reiten, Mike, das nützt uns alles nichts. Müssen mal halt schauen, wie es leckt, weil wir in Ja. letzter Zeit hatten wir echt Probleme mit Lecks. Das war unschön. Warte mal, hier ist noch eine Queen drinne oder Wo wird gerade bist denn du rausgeflogen? eigentlich? Seh dich überhaupt nicht. Bin direkt vor dir. Okay, ich sehe dich nicht. Egal, dann tue ich mir jetzt so eine Demonic Queen mal identifizieren. Ja, nun So. lese mal den Effekt durch. Wenn er sich nicht weggezüchtet hat. Nee, haben wir schon. Also Lifespawn longer, Speed slowest, Pollen average, Nether. Also es muss unbedingt im Nether sein, deswegen sind sie hier.
Radius Gedöns und Effekt Flammable. Heißt echt, die, wenn ich jetzt nicht mich anziehe, werden wir gleich sehen, was passiert. Ich tu die wieder rein, gell? Tu die wieder rein und dann tu irgendwie nochmal deinen Helm runter, dass die alle eine Chance haben, dich zu stechen. Ich hab Angst. Komm rein. Aber, hallo. Man sieht doch schon, wie hier Flammen weggehen neben den Bienen, ja, gell? Das sieht so geil aus. Die Flammen sehen richtig geil aus. Aber, haha, die wollten wir nicht. Du hast halt noch eine andere komplette Rüstung an. Nö. Aua! 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 Das sieht man schon. Jetzt brenne ich. Es ist einfach. Schnell anziehen wieder. Die Bienen sind extremst gefährlich, weil wie schon gesagt, das Feuer, das kann den auch locker mal umbringen. Ja, wenn man da nicht aufpasst, ist man ganz schnell tot. Was deswegen hab ich denn hier noch in den Indexer? Haben wir zum Glück. Und hier haben wir das eigentlich genauso automatisiert. Es wird gepumpt. Hier können wir es an- und ausschalten, wenn es wäre. Es wird alles automatisch rausgepumpt und ihr habt drüben gesehen, da stand ein Tesseract und hier auch ein Tesseract für Bienen eingestellt, dass er die Items rübersendet, die er rausholt und deswegen kriegen wir auch drüben so scheiße viele Bienen davon oder beziehungsweise die Drones. Ja, die bist du jetzt noch? Ja, nee, jetzt bin ich heißen. Die tun halt Glowstone produzieren oder besser gesagt Glowstone Dusk oder Nuggets, irgendwie sowas war da. Nee, die machen doch direkt Glowstone, oder? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, die macht direkt Glowstone. Achso, hast du schon draußen. Geh mal wieder rüber. Raus, ja. Ich sehe dich trotzdem nicht. Ich stehe gerade voll neben dir. Ich sehe dich nicht, das ist der Wahnsinn. Und ich hoffe mal, dass bis jetzt eine Nacht geworden ist. Nee, schade nee. Noch nicht. Müssen weil wir die excited Biene möchte ich eine Bärennacht mal präsentieren. Okay. Ach ja, hier haben wir nichts drin. Hier sind noch die Cultivated Rebellion. Die tue ich jetzt mal alle in den Indexer. Jo. Indexer. Die Excited Drohne behalte ich eine, gell? Ja, die Excited Drone. Nein, brauchst du nicht. Wir haben doch gleich eine Queen oder rausgezüchtet. Ach so. Okay, dann tue ich und die Drohne und die alte Princess noch da rein. Die produzieren Redstone? Geil. Die produzieren Redstone. Sehe ich gerade da Redstone unten, ne? Wie schon gesagt, man kann halt da sich wirklich, eigentlich, wenn du es mal so überlegst, man kann sich durch Bienen, was man jetzt so in Höhlen und sowas findet, die ganzen Erz und sowas, kann man sich wirklich alles über Bienen züchten. Ich kann Diamanten machen, ich kann Merrills machen, ich kann Titanium machen, was jetzt sogar noch nicht einmal höchstwahrscheinlich in den Menschen und sowas findest. Das findest du einfach nicht, kann ich züchten. Ich kann Eisen, ich kann Kupfer, ich kann Silber, ich kann Zertusquarz, dafür brauche ich alle diese anderen Bienen wieder. Genau, und deswegen eigentlich, beziehungsweise wegen Zertusquarz und wegen Netherquarz, die zwei Sachen könnten aus einer Biene rauskommen und dafür brauchen wir unbedingt die anderen Bienen, weil Netherquarz, muss ich sagen, wir sind einfach scheiße nochmal zu faul, das zu farmen und wir brauchen noch einiges davon. Und irgendwann gehen die bestimmt auch mal leer. Ja. Deswegen wollen wir die Bienen haben und deswegen müssen wir halt mal spazieren gehen nachher. Oder später oder demnächst halt irgendwann in der Folge. Demnächst. Ja, das gibt halt, wie schon gesagt, sonst wie viele Bienen, wo ich jetzt gerade dran bin, da muss ich aber zur Zeit nochmal forschen. Aber wie gesagt, muss ich mir zur Zeit mal noch was bauen und zwar Enderbienen. Die haben einen total blöden Effekt, mit dem ich echt nichts anfangen kann. Mikey, lest mal den Effekt durch. Und zwar ist der Effekt Ender. Tun die jetzt rundrum Items klauen? Oder was machen die? Was ist der Effekt Ender? Ich werde da nicht schlau draus. Kann ich dir aber auch nicht sagen. Also das müsste man mal... Ich habe mir den auch mal angeguckt und konnte es aber auch nicht wirklich sagen, was ist. Also wir haben mal gegoogelt und so, aber so wirklich was sagen könnte man dazu nicht. Wir können ja mal schauen, also die Enderbienen, da haben wir vorhin gesehen im Index, da haben wir ein paar, die haben halt echt aus dem End geholt. Das haben wir natürlich wieder mit Enderaugen geworfen und so, die sich das End gesucht. Und hier haben wir einfach die einfache Variante. Kommst du kurz mit? Ja, warte, ich komm. Wir haben halt echt einfach so ein Linkbook gemacht und das einfach im End gelinkt. Jetzt können wir immer schön hier ins End. Hui, und so sind wir im End. Das Buch wird sich aber dann auch noch die Position ändern, weil ich brauche das dann drüben. Ja, das schauen wir dann, weil das braucht er, weil die Enderbienen arbeiten auch nur im End. Das heißt, hier dürfen wir auch noch was bauen. Also wir machen auch nichts mit dem Enderdrachen oder so. Das machen wir irgendwann mal dann wirklich in der Special-Folge oder so, dass wir den mal killen. Da fliegt er noch.
Hab noch Angst, dass der mich wieder erwischt. Dann haben wir hier irgendwie komisches Pitchblend. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und hier solche Enderpflanzen, was auch immer. Die haben wieder das Gefühl, dass das vielleicht die Bienen brauchen, gell? Irgendwie sowas, ja. Aber wo war denn jetzt der Ausgang? Mich greifen die Endermänner an. Ich weiß nicht warum. Hast du wieder angeguckt? Ah, Drache! Hier vorne, komm mit. Hier bei mir irgendwo war der. Da ist er. Hui. Schnell wieder fort. Ja, da bauen wir uns auch noch. Ah! Oh, bin ich jetzt erschrocken? Wo ist das Buch? Das Buch. Ah, what the fuck? Nein! Hat er das Buch kaputt gemacht? Alter, was ist das Buch? Ist what the fuck? Kommen wir jetzt wieder raus? Keine Ahnung. Ah. Nein! Alter, hat er gerade echt dieses verkackte Buch kaputt gemacht? Alter, bist du nicht dicht oder was? Scheiße! Verdammt! Alter! Wie komme ich jetzt wieder darüber? Oh, wie kommen wir jetzt hier raus? Ja, das ist eine gute Frage. Fuck. Schade. Oh Mann. Au! Hat er jetzt schon wieder geschnappt? Also hat mich schon wieder angegriffen. Vielleicht ist es ja nur, ich guck jetzt mal schnell. Ausloggen, wieder einloggen. Vielleicht ist es ja nur ein Anzeigebug. Hoffentlich. Wo ist es? Nein, das ist weg, Scheiße. Alter. Okay, dann müssen wir hier wohl erstmal die Folge beenden und schauen, wie wir wieder rauskommen, ohne den Drachen zu killen. Okay, wir sagen vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir würden uns über Feedback freuen und sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.